Für die Franzosen und viele Deutsche ist sie die Lolita schlechthin. Vanessa Paradis, 22 Jahre alt, Schauspielerin und Sängerin. Nach 8 Jahren Showgeschäft hat sich die zierliche Französin zu einer ernstzunehmenden Schauspielerin gemausert. Wir haben alle diese Mischung aus Zerbrechlichkeit und Kraft in uns. Natürlich, ich auch, sicherlich. Aber was mich immer wieder amüsiert, ist, dass die Leute glauben, wenn man wie ich klein und schmal ist, muss man auch zerbrechlich sein. Und oft ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt Männer wie Eichen, die wesentlich sensibler sind. Das Äußere bedeutet oft ziemlich wenig. Also er war wirklich unheimlich rücksichtsvoll, wenn ich nackt war. Beim Film sind das ja meistens nur kurze Sequenzen. Entweder hatte ich oben oder unten etwas an. Danach habe ich mich sofort wieder angezogen. In den Momenten, in denen ich Girard direkt gegenüberstand, hat er mir fest in die Augen geschaut. Und zwar nur in die Augen. Er ist überhaupt kein Voyeur. Natürlich wäre es mir sehr unangenehm gewesen, wenn er mich woanders angestarrt hätte. Aber ich fühlte mich absolut sicher. Natürlich ist es nicht einfach, sich vor einem kompletten Filmteam auszuziehen. Aber ich wusste es ja von Anfang an. Diese Zaubernummer, die du im Café gemacht hast, mit der Zigarette. Machst du eine Nummer für mich? Mir war eiskalt. Bei einer Szene musste ich mich draußen am Strand ausziehen. Ich war splitterfasernackt und musste mich auf den nassen, kalten Sand legen. Und die Kameraleute hatten alle dicke Daunenjacken, Mütze und Schal an. Können Sie sich vorstellen, wie kalt das war? Und ich lag nackt auf dem kalten Sand. Das war keine leichte Übung, kann ich Ihnen sagen. Ich durfte ja auch nicht zittern. Ich musste meine Rolle spielen, aber innerlich habe ich geschlottert. C'était difficile à faire. C'est difficile parce qu'il faut jouer la comédie et il faut pas trembler. Moi, je tremblais dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Moi, je dis, écoutez, j'essaie du mieux. Ich versuche so gut es geht, mein kleines Stückchen Weg zu gehen und dabei meine Identität zu wahren, wenn man mir die Möglichkeit dazu gibt. Schon im Alter von 7 Jahren stand Vanessa Paradis vor der Kamera. Hinter den Kulissen einen Vanessa und feierte sie als Lolita der 80er. Ich finde dieses Image nicht besonders toll, aber ich messe dem auch nicht zu viel Bedeutung bei, weil die Leute immer versuchen, eine Schublade zu finden oder dich mit irgendjemandem zu vergleichen. Ich für meinen Teil habe kein Interesse mehr daran, nur einen bestimmten Typus zu verkörpern. Ich möchte viele Facetten haben, deshalb interessiert es mich wenig, was die Leute sagen. Ich kann an dem Gerede sowieso nichts ändern. Außerdem finde ich das Lolita-Image inzwischen nicht mehr besonders originell. Man wird mich wahrscheinlich auch noch so nennen, wenn ich 40 bin. Auch wenn es dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das ist halt der Einfallsreichtum der Journalisten. Aber eigentlich ist das halb so wild. Et peut-être que même quand j'aurai 40 ans, on continuera toujours à m'appeler Lolita. Ça n'aura plus aucun sens, mais bon, c'est leur originalité à eux, aux journalistes. Donc ça va, c'est pas si grave que ça. Lolita Paradis wurde von weniger wohlmeinenden Zeitgenossen schon mal als Nutte beschimpft. Das ist vor allem am Anfang meiner Karriere passiert, als ich 14, 15 war. Es war nicht nur die nackte Eifersucht, weil ich eine Frau bin und sie mich zu hübsch fanden. Es ging auch um meine Art. Ich hatte unheimlich schnell und mühelos Erfolg. Das machte einige Leute eifersüchtig, die sich gefragt haben, warum gerade sie? Sie hat es nicht verdient. Und auf der anderen Seite stand ich und war total schüchtern. Diesen Eindruck wollte ich aber um keinen Preis erwecken, also bemühte ich mich darum, besonders hart und cool zu wirken. Aber es bringt gar nichts, wenn man den Leuten etwas vormachen will. Letztendlich führt es nur dazu, dass ein falsches Bild entsteht, das vielen Leuten nicht besonders gefiel. All das zusammengenommen kann vielleicht dieses Phänomen Hass erklären, obwohl es zeitweise völlig überzogen war. Man hat mich wie einen Hund behandelt. Heute kann ich darüber lachen, weil es lange her ist. Tatsächlich hat sich das bei meiner Person zu einem richtig gehenden Phänomen entwickelt. Es ging nicht mehr einfach nur darum, jemanden nicht leiden zu können oder seine Musik nicht zu mögen. Man wollte mich kleinkriegen, mir so richtig eins auswischen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich es überhaupt nicht bedauere, diese Erfahrung gemacht zu haben. Jeder einzelne dieser Menschen hat mir unheimlich geholfen. Sie haben meinen Charakter gestärkt, mich härter gemacht. Sowas prägt einen fürs Leben. Wenn einem nur schöne Dinge widerfahren, ist das erstens sehr langweilig und zweitens lernt man dabei nichts. Alles in allem war es also eher nützlich.
Bon, renforcer le caractère, quoi. C'est ce genre de truc-là qui vous rend plus fort dans la vie. Parce que si on vit que des trucs formidables avec lesquels on n'a aucune difficulté, non seulement on s'embête, mais on n'apprend rien du tout. Donc c'était plutôt utile, finalement. Serge Gainsbourg, französischer Chansonnier mit einer Vorliebe für blutjunge Mädchen, schreibt Vanessa kurz vor seinem Tod im Jahr 1990 die Texte für ihr zweites Album. Ich habe ihn angesprochen. Es war ein Tag wie im Märchen. Ich wusste ja, dass er sehr beschäftigt war. Er wollte einen neuen Film machen und arbeitete außerdem an einem neuen Album für Jane Birkin. Er hatte unheimlich viel zu tun und ich wollte unbedingt mit ihm arbeiten. Ich hatte mit Frank Langolf, dem Komponisten, alles vorbereitet. Die komplette Musik für 12 Lieder war fertig. Aber wir hatten noch keine Texte. Daraufhin haben wir mehrere Leute angesprochen. Ich konnte schließlich von Serge nicht erwarten, dass er mir Texte für ein komplettes Album schreibt, da ich wusste, dass er sehr beschäftigt war. Also sind wir zu ihm gegangen und haben ihm gesagt, er soll sich das Stück, das ihm am besten gefällt, aussuchen. Er hat sich alle Lieder angehört und am Schluss sagte er, eigentlich gefallen sie mir alle. Kann ich nicht für alle Lieder die Texte schreiben? Ich konnte es gar nicht fassen. Es war ein regelrechter Adrenalinstoß, wo einem plötzlich am ganzen Körper heiß wird. Schließlich war es kein geringerer als Serge Gainsbourg, der mich um die Erlaubnis bat, die Texte für mein Album schreiben zu dürfen. Das war schon eine außergewöhnliche Sache. Dann haben wir die nächsten 4 Monate zusammengearbeitet. Er kam zu mir oder ich zu ihm und wir besprachen alles gemeinsam. Manchmal kam er aber auch nur, um ein bisschen zu quatschen, einfach um ein bisschen Spaß zu haben. Aber im Gegensatz zu der Zusammenarbeit mit Deneuve, Adjani oder Birkin, die mitunter über reine Arbeitsbeziehungen hinausging, aber das gehört hier nicht her, kam bei unserer Zusammenarbeit kein Zweifel über die Art unserer Beziehung auf. Er war damals schließlich schon 63 Jahre alt, hatte seine Frau Bambou und seinen kleinen Jungen. Das stand bei uns nie zur Debatte. Aber er war keine Vaterfigur für mich. Er war eher wie ein großer Bruder, manchmal sogar wie ein kleiner Bruder. Es gab Momente, da zeigte er sich von seiner weichen, zerbrechlichen Seite, sodass man wirklich das Bedürfnis hatte, ihn wie ein Kind in den Arm zu nehmen und zu trösten. Er war sehr sensibel, sehr anrührend. Il avait 63 ans et puis il avait une femme, il vivait avec Bambou, il avait son petit garçon et puis il, je sais pas, il n'en a jamais été question. Et je vais pas non plus vous dire sortir le cliché de dire oh, il avait l'emblème du père pour moi ou l'emblème. C'était simplement un copain, ça pouvait être un grand frère de temps en temps et même quelquefois un petit frère parce que de temps en temps il se dévoilait comme quelqu'un de très très de très attendrissant, vraiment de très attendrissant, quelqu'un qu'on a envie de pas se blottir dans les bras, mais de prendre dans ses bras et de consoler comme ça, quelqu'un de très sensible et de très touchant. Auch Hochglanzmagazine wie Max oder Elle entdecken schnell den Reiz der Kindfrau Vanessa Paradis. Doch das Mädchen polarisiert. Sie wird von den Männern begehrt und von vielen Frauen verschmäht. Serge hat gesagt, dass die Frauen Angst vor mir haben, weil sie denken, ich würde ihnen den Mann wegnehmen. Das war seine Sicht der Dinge. Und was halten Sie davon? Wenn ich mir den Mann einer anderen schnappe, dann höchstens einen, weil mir einer reicht. Aber ich habe eigentlich alles, was ich brauche, zu Hause. Ich habe es nicht nötig, in fremden Gewässern zu fischen. Was haben Sie denn zu Hause? Ich will damit nur sagen, dass ich es nicht nötig habe, bei anderen zu gucken und mehr sage ich nicht dazu. In ihrem ersten Film 1989, Weiße Hochzeit, verführt Vanessa Paradis imagegetreu ihren 50-jährigen Lehrer. Für die Rolle als kleines Luder erhält sie nicht nur den Romy-Schneider-Preis, sondern auch den begehrten César als beste Nachwuchsschauspielerin. Eifersucht steckt in jedem Menschen. Und wenn dieses Gefühl überhand nimmt, muss man versuchen, daran zu arbeiten. Es ist doch nichts Verwerfliches daran, wenn man Leute sieht, die reich, berühmt oder schön sind. Das sollte einem doch eher Lust machen, ihnen nachzueifern. Eifersucht bremst einen doch nur. Man bekommt Magenschmerzen, wird zickig und aggressiv.
Das bringt andere überhaupt nicht weiter. Man kann auch auf andere Dinge als beruflichen Erfolg eifersüchtig sein. Zum Beispiel auf jemanden, der eine glückliche Familie hat und ein zufriedenes Leben führt. Und wo man sich sagt, warum hat die Schlampe das und nicht ich? Dann sollte man es selbst versuchen, um das Gleiche zu erreichen, wenn man davon träumt. Dann wäre dieses Gefühl zumindest in gewisser Hinsicht nützlich. On devrait tout faire pour essayer d'y arriver, si ça nous fait rêver aussi. Parce qu'au moins, ça sera utile. Vanessa Paradis, gleich in Spiegel TV Interview. Hey, was soll das? Ich bin minderjährig. Weißt du, was das heißt? Du Schlampe. Gleich in Spiegel TV Interview. Vanessa Paradis. Die Frau mit dem ungewöhnlichen Namen. Vanessa Paradis wird von Regisseur Jean-Paul Gaud für den Spot des Nationalheiligtums Chanel in Szene gesetzt. In den Redaktionen und Agenturen von Paris wird der kleine Vogel im goldenen Käfig von da an als Nachfolgerin von Brigitte Bardot gehandelt. Das muss man schon relativieren. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres, als mit Brigitte Bardot verglichen zu werden. Sie gehörte immerhin zu den schönsten Frauen der Welt. Und auch heute noch macht sie sehr viel nützliche Dinge für die Tiere. Es geht also nicht um die Person. Der Vergleich an sich stört mich. Ständig muss ich mir anhören, sie sind die nächste so und so, sie werden es machen wie die so und so, wer ist ihr Vorbild? Vanessa ist eine unheimlich beeindruckende junge Dame. Sie ist sehr talentiert. Die gemeinsame Arbeit war eine große Herausforderung für uns beide. Lenny Kravitz produziert das erste englischsprachige Album von Vanessa Paradis. Als ich ihn gefragt habe, rechnete ich überhaupt nicht damit, dass er ja sagt. Wir haben uns erst einmal getroffen und die Coverversion von Waiting for the Man aufgenommen. Das hat so schnell und gut geklappt, dass wir beschlossen haben, das ganze Album zusammen zu machen. Et on a fait cette chanson-là, on l'a fait en une journée. Et ça s'est tellement bien passé, on a tellement adoré ça que là, on a décidé de faire tout l'album ensemble. Vanessa Paradis ändert nicht nur ihren musikalischen Stil. Auch äußerlich verändert sie ihr Image. Statt im Lolita-Fummel präsentiert sie sich in 70s-Klamotten aus dem Secondhand-Shop. Sie sagten eben, Serge Gainsbourg wäre so etwas wie ihr kleiner Bruder gewesen. War Lenny Kravitz ihr großer Bruder? Er ist jemand, den ich sehr mag, wirklich sehr liebe. Er ist ein Freund. Er hat mir unheimlich viel gezeigt. Wenn man zusammen ein Album macht, sitzt man ja nicht nur 24 Stunden im Studio. Schon gar nicht, wenn man zufälligerweise noch das Glück hat, in New York zu sein. Es war schon ziemlich cool, durch Harlem zu ziehen oder in Musikbars zu gehen. Wir haben sehr viele nette Dinge zusammen erlebt. Flüchtet Vanessa Paradis mit Seelentröster Lenny Kravitz auf die Bahamas. Sie haben gerade in diesem Jahr auch einige schwierige Momente durchlebt und Lenny war sofort zur Stelle. Ist er Ihre psychologische Stütze? Gibt er Ihnen Kraft? Diese Frage habe ich schon tausendmal beantwortet. Ja, ich mag ihn wirklich sehr und es war kein reines Arbeitsverhältnis nach dem Motto, du gibst mir das Lied, ich singe es und Schluss, fertig, aus, auf Wiedersehen. Das hat schon was Intimes, man verbringt viel Zeit miteinander und ich könnte nie mit jemandem arbeiten, den ich nicht mag. So entstehen automatisch tiefere Verbindungen. Und ich bin sicher, wenn Serge noch auf dieser Welt wäre und nichts würde ich mir mehr wünschen, wären wir sicherlich noch sehr eng befreundet und würden uns weiterhin treffen. Der Kontakt bricht danach nicht so einfach ab.
Le contact ne se coupe pas comme ça. Ich habe schlicht und ergreifend mit einem musikalischen Genie zusammengearbeitet. Ich wusste, dass er fast alle Instrumente perfekt beherrscht und auch alle Kompositionen selber macht. Aber ihm dabei zuzuschauen, war ein wahres Erlebnis. Er arbeitet unheimlich schnell und wenn er eine Melodie auf der Gitarre spielt, pfeift er gleichzeitig die Akkorde der Violinen. All das direkt mitzuerleben, zu sehen, wie er Lieder komponiert, die mir direkt auf den Leib geschrieben waren, Melodien, die ich immer schon singen wollte, das hat mir etwas gebracht, worauf ich sehr stolz bin. Ich musste sehr viel arbeiten, er hat mich so richtig hart rangenommen. Aber das war genau richtig, um besser zu werden. Für mich, die ich nicht noch sehr, sehr gut kannte, habe ich Dinge geschrieben, die mich wirklich an die Haut kleben und die Dinge, die ich wollte. Sehr, sehr stark chanter, das Genre der Melodie und der Ambiance. D'ambiance musicale qui va tout autour, qui habille tout ça. Et puis une culture différente, quoi. Et je sais pas, et ça a donné quelque chose dont je suis très, très fière. Et puis c'est un... Et puis il m'a fait travailler très dur aussi. Très, très dur, quoi. Très, très dur, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour apprendre et pour devenir meilleur. Sie sind auch eine Frau und wissen genau, worüber sie sprechen und dass man manchmal diese Mittel einsetzt. Und das hat noch keinem geschadet. Solange man diese Trümpfe in der Hand hat, wüsste ich nicht, warum man sie nicht einsetzen sollte. Man darf natürlich niemanden verletzen oder perverse Spielchen damit treiben. Wenn Sie zum Beispiel von einem Polizisten auf der Straße angehalten werden, schauen Sie ihm doch auch in die Augen und sagen, ach, mein lieber Herr, ich habe leider meine Papiere zu Hause vergessen. Was, ich bin über eine rote Ampel gefahren? Die habe ich gar nicht gesehen. Man wäre doch dumm, in diesem Fall seine Weiblichkeit nicht einzusetzen, wenn es einem nützlich sein kann. Ich habe nicht ein Viertel von dem erlebt, was Marie durchmachen musste. Aber wissen Sie, wir sprechen über Gefühle und Gefühle sind für alle Menschen gleich. Es geht immer um die gleichen. Schmerz zum Beispiel ist für Marie Schmerz und für mich auch. Auch wenn man ihn in unterschiedlichen Situationen empfindet. Es bleibt das gleiche Gefühl. Also greift man darauf zurück. Ich habe Menschen kennengelernt, die in Waisenhäusern groß geworden sind und habe viel über sie erfahren. Aber ich glaube nicht, dass ich diese Erfahrung in den Film eingebracht habe. Ich versuche einfach, dieses Gefühl in mir zu finden und es danach der entsprechenden Person anzupassen. In dem Fall der Geschichte von Marie. Aber Glück ist Glück und Unglück ist Unglück. Das Gefühl ist das gleiche für alle Menschen. Es gibt natürlich unterschiedliche Grade, aber das Gefühl bleibt das gleiche. Wie sind denn Ihre privaten Pläne? Wollen Sie auch mal Familie und Kinder? Das ist das Einzige, was ich ganz sicher haben möchte. Und für wann ist das geplant? Ich weiß noch nicht mit wem, wann und wo, aber ich werde es machen. Und Ihre beruflichen Pläne? Wollen Sie mehr als Schauspielerin oder Sängerin arbeiten? Ich hoffe, dass ich beides weitermachen kann. Das haben schon andere vor mir geschafft. Das ist also durchaus machbar. Noch nimmt der Zuschauer ihr die kleine 17-Jährige ab, die mit unschuldigem Blick den Männern den Kopf verdreht. Doch auch eine Lolita wird erwachsen. Komm, bleib, oder ich pfeife. Okay. C'est fini. Au revoir. Ah, oh. Non. Auf Wiedersehen.